Hallo, hier ist viele Feinde, viel Ehre. Und jetzt hoffe ich, euch was Gutes bieten zu können. Dann hoffen wir mal, dass das gut wird. Also ich bin schon fertig. Und er ist auch gleich fertig. Also ich habe Deutschland genommen und er kommandiert die Sowjetunion. Und die Karte passt auch ganz gut zu diesem Thema. Also das ist so ein Dorf im Winter. Da könnte man sich vorstellen, entweder Winterkrieg 41 oder 42. Also ich hoffe mal 41. Da ging es im Deutschen ja noch nicht so schlecht. Obwohl 42, tja, der Rattenkrieg in Stalingrad und so. Ah gut, dann wollen wir mal. Erstmal gehe ich hier in die Mitte. Und dann nehme ich, warte ich noch auf die nächste Einheit, wie heißen sie? MP-Infanterie, also Maschinenpistolen-Infanterie. Ich warte dann einfach auf die nächste Fuhre. Ich höre einen Panzer von meinem Gegner. Nehmt sie unter Feuer! Jawohl! Für das Vaterland! Ich send den hier mal in geheimer Mission nach vorne. Die Munition ist alle! Ah, dort hinten kommt der Panzer meines Gegners. Oder ist es ein Panzer? Ich bin mir nicht sicher, ob man sich so früh Panzer holen kann. Vielleicht ist es auch was anderes. Also ich send auch meine restliche Infanterie nach vorne. Jawohl! Ah, Mensch, die Steuerung hier ist ein bisschen ungenau. Entweder mache ich irgendwas falsch oder... Wo ist dieser Typ? Verstanden. Und dieser? Verstanden. So, also den Teil hätte ich eingenommen. Jetzt nehme ich mal den hier. Ah, Mensch, das ist ungenau. So, und dann hole ich mir gleich ein Panzerkampfwagen 4. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Und dann hole ich mir erstmal einen Mörser. Also Mr. Mörser. Hier bitte. Nee, hier, sagen wir mal. Gut. Jetzt, Jawohl! Verstanden. Sind es jetzt alle? Gut. Dann... Ich würde mal sagen, die behalte ich erstmal hier und nehme Defensivstellungen ein. Jawohl. Der hier kann mal hier rein in das Haus. Oh, alle gehen ins Haus. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Lieber hier drüben. Ich glaube, ich nehme dann... Verstanden. Ich glaube, ich nehme dann zwei Leute hier und... Wird erledigt. Und lass die hier in die Mitte aufstellen. Sagen wir mal hier hin. Und die beiden... Die dürfen sich dann so aufstellen. Gut. Wunderbar. Jawohl. Moment, einen von denen brauche ich. Genau, einen von denen brauche ich, um, keine Ahnung, hier mal ein bisschen für Aufklärung zu sorgen. Also der soll sich mal umschauen. Genau, der soll hier mal rein. Wenn ich da jetzt reingucken dürfte. Ich hätte gerne... Genau, er geht jetzt hier rein, bitte. Gut, jetzt habe ich eine gute Sicht über das Schlachtfeld und kann schon, Verstanden. Ich send den noch hier rein. Jawohl. Jawohl. Den da hier rein. Gut, wunderbar. Und jetzt warte ich einfach drauf, dass ich meinen Panzerkampfwagen kriegen kann. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich nehme auch noch eine Pack, also Panzerabwehrkanone. Und die stelle ich einfach mal... wo soll ich die hinstellen? Das müsste gut überlegt sein, wo ich die hinstelle. Ich glaube, die stelle ich einfach hier hin. Genau. Und dann wollen wir mal ein bisschen...
Action erleben. Okay, ich schieße einfach mal auf den Kirchturm. Mal gucken, was passiert. Oh, nix weiter passiert. Okay, also ich habe keinen Bock gegen den T-34. Ich hab keine Lust gegen den T-34 zu kämpfen, denn der T-34, das war der Schrecken der Wehrmacht. Oh, Wunder. Geil. Das sieht Hammer aus. Ah, gut, mein Mörser fängt auch an zu schießen, also der Typ sollte nicht allzu lange überleben. Gut, und meine Pack fängt auch schon an zu schießen. Und jetzt kommt die ganze Effektivität meiner Verteidigungsanlagen. Wunderbar, hat perfekt geklappt, genauso wie ich es wollte. Ich hole mir noch einen Scharfschützen hier. Aber was bringt der Offizier? Ah, okay. Okay, nee, ich hole mir mal einen Scharfschütze und stell den hier ins Gebäude. Dann hole ich mir den Typen, der hier im Gebäude ist. Und stell den hier an die Ecke oder lieber, sagen wir mal. Wo sollen wir den hinstellen? Wo wäre es taktisch sinnvoll? Ich stelle ihn einfach auch hier in die Mitte. Oder nee, doch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall ist hier jetzt ein Scharfschütze drin. Ich glaube, den Scharfschützen, den stelle ich hier genau an der Seite auf. Genau, du Scharfschütze, bewegst dich mal hier hin. Irgendwas schießt hier auf mich. Oh, oder irgendwas wollte auf mich schießen. Achso, wo sind meine Pioniere hin? Meine Pioniere? Hier. So. Meine Pioniere lasse ich jetzt erstmal ein paar, wie soll ich sagen? Eieiei, aufpassen. Bewegt euch mal weg. So, die lasse ich jetzt erstmal ein paar Minen legen. Wie ich es erwartet habe. Warte, wie kann ich den Pionieren sagen, dass sie Minen legen sollen? Feuerschutz! Jetzt! Genial. Funktioniert gut. Aber wie kann... Die wollen irgendwie nicht, Oje. Schnell reparieren. Eieiei, was ist das denn? Bereit machen zum Angriff! Eieiei, aufpassen. Hoffentlich haben diese Pioniere... Jawohl. Oje, der Motor brennt. Also, das Ding ist hin. Und meine Pack, die müsste ich jetzt mal schnell umstellen. Hier schnell rüber. Oder gleich hier hin. Folgt mir! Verstanden! Was ist das denn überhaupt für ein Gefährt? Das ist ein... Moment. Das ist ein... Oh, T-34! Ich hab ja gewusst. Die Dinger sind gefährlich. Also ich hole mir jetzt mal einen Tiger. Und versuche jetzt einen Gegenangriff zu starten. Achso, und hier meine ganze MP-Infanterie. Die soll mal hier einen kleinen Ausflug hinter feindliche Linien machen. Der arme Panzer. Voll in die Luft geflogen. Wo ist mein Tiger hin? Oder wo ist meine Pack? Oh ja, die Pack. Wo ist mein Scharfschütze? Der ist hier. Ich lasse ihn auch mal sich wieder ein bisschen bewegen. Wird gemacht! Das Ziel ist in Reichweite! Da mein Gegner nichts macht, ich habe mir überlegt, jetzt greife ich mal an. Gut, die hier scheinen nicht gestorben zu sein. Also, oh.
Jawohl. Feuerschutz! Jetzt! Ja, wunderbar. Wird erledigt. Ich sende die jetzt mal hier ein bisschen hinter feindliche Linien. Verstanden. Und mein Scharfschütze darf auch ein bisschen näher ran. Er soll mal ein bisschen aufklären. Jawohl. Irgendwas bewegt sich dort. Oh je, die haben sich hier gut eingegraben. Dann hole ich mal meinen Tigerpanzer. Und ich sammle hier mal jetzt meine ganze Infanterie. Mein Gegner scheint nämlich nicht angreifen zu wollen. Hier. Und kommt mal, du kommst mal hier rüber. Und du auch? Ne, dorthin. Jawohl. Eieiei, der Rumpf wurde beschädigt. Wer hat Munition? Nein, 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 das will ich nicht. Nein, 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 nein. Schnell. Mach mal was. Verstanden. Und du darfst auch mal was machen, du Penner. Jawohl. Feuer auf mein Kommando! Ja, mein Scharfschütze greift von hinten an. Wunderbar. Jawohl. Genau das wollte ich. Hey, Kumpel. Los. Zielt auf die Infanterie. Mein Scharfschütze macht einen guten Job. Ich bewege ihn mal ein bisschen weiter nach vorne. Dann könnte er auch ein bisschen besser, also einen stärkeren Effekt haben. Nehmt sie unter Feuer! Irgendwas anderes hatte, hier, mein Tiger. Okay, der wird repariert. Oh, ich kann mir einen Königstiger holen, dann mache ich das gleich. Ah, Königstiger, jawohl. Das ist das, was ich mag. Scheiße, schnell raus. Und meine Pack. Ja, die soll mal gefälligst hierher kommen. Genau, wieder dorthin, wo sie mal war. Und zwar hier. Und jetzt kommt mein Königssieger, voila! Achso, nee, das ist falscher Spruch. Jawohl! Verstanden. Ah, das sind einfach nur Soldaten, oder wie? Okay. Alter, ein Königssieger, das hat man auch nicht alle Tage. Okay. Ja, geil, geil. Weiter, weiter, weiter. Vorwärts! Deck mich! Genial. Einer weniger. Was? Mein Königssieger schafft diese Steigung nicht? Okay, das ist irgendwie ein bisschen peinlich. Ah, scheiße. Mein Panther. Gute. Jawohl. Was macht denn eigentlich hier meine Schützen? Wirft mal jetzt eine Granate hier hin. Scheiße. Verstanden. Okay. Die kommen mal hier hin. Wird gemacht. Eieiei, was ist denn da passiert? Ah, er zerstört seine eigenen Truppen. Auch lustig. Na, eigentlich ist es nicht lustig, sondern traurig, aber gut. Gut. Ich find's lustig, dass mein... Oh, ich habe sogar gewonnen. Na gut, also ich weiß, dass meine Schlachten nicht die spannendsten sind, aber ich hoffe, ihr unterstützt mich noch ein bisschen länger, denn das sind meine ersten Man of War Videos. Also ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ja, bis dahin dann tschüss und nicht vergessen, kommentieren und abonnieren.